Wie ihr euch denken könnt, habe ich in den letzten Jahren richtig viel gedruckt. Von solchen kleinen Haken bis hin zu solch einem Mandalorianer-Helm habe ich alles gedruckt, was ich in die Finger bekommen habe, und das hat mir richtig viel Geld gespart. Wie viel Geld? Das erfahrt ihr heute in diesem Video. Und damit herzlich willkommen, ich bin die Maggie von Makorama.de. Es gibt einiges zu zeigen. Ja, ich habe in den letzten Jahren natürlich immer wieder Videos veröffentlicht, wo ich gezeigt habe, was ich gedruckt habe, was ich gebaut habe. Und heute mache ich mal so eine Zusammenfassung, was das Ganze dann entsprechend alles gebracht hat, was ich denn wirklich nutze und wie viel Geld es mir denn überhaupt gespart hat. Das ist nämlich einiges, habe ich mal rausbekommen. Von daher fangen wir mal an. Solche kleinen Haken hier, die lassen sich in summa summarum, keine Ahnung, 20 Minuten drucken. Braucht quasi jeder zu Hause. Und bevor ihr jetzt zum Beispiel zum nächsten Möbelladen fahrt, könnt ihr euch das Ding ganz einfach zu Hause auf eurem Drucker drucken. Den Link dazu findet ihr natürlich genau wie alle anderen Objekte unten in der Videobeschreibung. Und das Ding kostet normalerweise, wenn ich jetzt mal gucke, beim schwedischen Möbelhaus um die Ecke, irgendwas so um die 5, 6 Euro. Das kann ich mir natürlich sparen. Und wenn ich davon 10 Stück brauche, habe ich richtig dick Geld gespart. Gedruckt kostet das Ganze ein paar Cent. Also schreiben wir schon mal für 10 Stück 50 Euro auf, haben wir schon mal entsprechend die ersten Moneten auf dem Konto. Dann überlege ich mir natürlich, okay, ich habe hier so ein kleines Schild, so ein On-Air-Schild. Ihr erinnert euch noch, dass ich damals so oft entsprechend die Klingel gehört habe und dass jedes Mal einer reingeräumt gekommen ist und gesagt hat, hey, hier bin ich, ja, und ich dann irgendwann wirklich sprichwörtlich mit dem Kopf auf der Bank hier entsprechend hängen geblieben bin. Das soll natürlich nicht mehr passieren. Dafür habe ich dieses On-Air-Schild gedruckt. Und das hat mich, keine Ahnung, 20 Euro gekostet, wenn überhaupt. Also ich habe natürlich einen Großteil von den LEDs, die hier an diesem Teil dran gehangen haben, wiederverwertet für irgendwelche anderen Projekte. Ich brauche nur wirklich ein ganz kleines Stück, was ich hier reingeklebt habe. Und natürlich den Receiver hier für die Steuerung von dem ganzen Teil. Ich habe mittlerweile leider die Fernbedienung verloren, fällt mir gerade ein. Aber wenn ich mal gucke, auf Etsy geht das Ganze für 40 bis 80 Euro über die Ladentheke. Das heißt also, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe dafür 20 Euro, wenn es hochkommt, ausgegeben, spare ich damit natürlich auch wieder richtig dick Geld. Und das packen wir natürlich auch wieder aufs Konto und können dafür später irgendwelche sinnvollen Sachen kaufen, wie einen neuen Drucker oder neues Filament. Natürlich habe ich auch noch was anderes gedruckt, ein bisschen was Dekoratives. Zum Beispiel das hier. Ihr erinnert euch, ich habe so einen kleinen Kolli gedruckt, den ich unten hingehangen habe. Ja, das hier habe ich natürlich auch noch gedruckt, was ich eine Zeit lang hier unten im Regal stehen hatte. Und wenn ich mir mal angucke, dass der Rahmen jetzt zum Beispiel mal 6 Euro kostet und das fertige Bild beim schwedischen Möbelhaus um die Ecke, naja, irgendwas um die 15 bis 20 Euro, je nachdem welche Größe ich auswähle, dann spare ich hier natürlich auch wieder ein paar Euro. Das sind also ganz kleine Sachen, die wirklich auf lange Sicht gesehen viel Geld sparen. Und da sind wir auch schon gleich beim nächsten Punkt, denn eines der letzten Videos, ja, Gridfinity, wer kennt's nicht, da spare ich momentan so viel Geld mit. Und wenn ich mir jetzt das Teil hier mal angucke, das ist vom Vera Magnetizer, ja, so eine Halterung, die ich mir designt habe. Den Link dazu findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Das Teil braucht man zum Magnetisieren und Entmagnetisieren von Schraubendrehern. Und wenn ich jetzt mal überlege, dafür gibt es eigentlich gar keine Halterung. Ich könnte mir zwar auf Schaumstoff eine basteln, aber ihr wisst natürlich auf Schaumstoff, wie das dann entsprechend so. Naja, das ist noch wabbeliger als das jetzt hier, wo ich noch gerade dran arbeite, dass die nächste Version noch ein bisschen stabiler wird. Aber ich bin nicht nur für meinen Werkstattwagen, den ich da hinten stehen habe, sondern auch für die Schubladen, wo ich alles Mögliche an Krimskrams wahllos drin rumliegen habe. Solche Container hier am Drucken. Hier habe ich jetzt gerade Kleber oder so Spachtelmasse hier von Revel drin. Bin ich mir wirklich für alle Schubladen und für alle Fächer, wo ich sage, okay, da brauche ich ein bisschen Ordnung drin, solche Sachen am Drucken. Das ist also wirklich schon fast unbezahlbar, weil im Baumarkt würde ich dafür so eine Rechnung bezahlen, ja? Und deswegen ist das echt wirklich Gold wert, dass man einen 3D-Drucker hat und sich die Dinger wirklich für ein paar Cent drucken kann, während man sie im Baumarkt natürlich teuer einkaufen muss. Ist natürlich logisch, weil hier habe ich wirklich nur die Herstellungskosten und im Baumarkt bezahle ich natürlich auch den Händler und den Zwischenhändler, den Großhändler und den Hersteller. Ja, macht natürlich Sinn. Gehen wir mal weiter. Gehen wir mal so ein bisschen in Richtung Fanbereich rein und da seht ihr hier schon
Tyrael stehen, ja, den Erzengel. Und ihr kennt ihn wahrscheinlich, wenn er Diablo gespielt hat. Und Figuren von dem, ja gut, ich weiß, das sind ein paar von Funko Pop oder sowas in Richtung, oder aber auch spezielle, die mit der Limited Edition verkauft worden sind, die gehen schon richtig teuer über den Ladentisch. Bei mir hier kostet das Ganze, wenn ich das drucke, naja, irgendwas um, ja, sagen wir mal 50 Cent bis 1 Euro. Wenn ich das Ganze auf dem Saturn 2 packe, Review dazu findet ihr hier oben in der Ecke, dann weiß ich, okay, ich habe das Ding in 4 Stunden gedruckt und das sieht echt Bombe aus. Ich muss es noch ein bisschen bemalen, dann bin ich vielleicht bei 2-3 Euro Kosten und habe damit ein Einzelstück, was ich so nicht zu kaufen kriege. Und kann natürlich sagen, okay, ich bräuchte eigentlich hier die ganzen Funko Pop Figuren hier oben gar nicht mehr, ja? Weil die kosten natürlich auch so 20, 30, 40 Euro, je nachdem wie selten die sind. Da kann also auch schon das ein oder andere Euro-Stückchen auf der Straße liegen, was man aufgraben kann. Und das finde ich schon ziemlich genial. Der nächste Punkt, den heben wir uns auf bis zum Schluss. Ich weiß, ich mache jetzt wieder so eine Biege vom Fanfiction-Bereich zu was anderem, zu was Praktischem, nämlich so einem Geldbeutel. Ihr wisst, ich mag den iClip. Ich liebe den iClip ohne Ende. Ich habe hier die Titan-Variante und die habe ich nicht ohne Grund, weil ich die wirklich eigentlich, wenn ich längerfristig unterwegs bin, immer mit dabei habe. Ja, das ist mein Geldbeutel to go. Wenn ich kurzfristig unterwegs bin, wie jetzt zum Beispiel heute, wo ich zur Post gefahren bin, um ein Patreon-Paket abzugeben mit Stickern drin, schöne Grüße an Thomas nochmal. Dann habe ich das Ding hier dabei. Das ist ein MagSafe-Wallet. Das heißt also, ich kann es einfach hier hinten dran packen. Und habe dann immer schön das Nötigste dabei. Also mein Ausweis, mein Führerschein und die EC-Karte. Und vielleicht noch ein bisschen, naja, ein paar Geldscheine noch mit dabei, die ich dann da reinpacken kann. Ist also sehr kompakt und das ist eigentlich so das Minimum, was ich immer mit dabei haben muss. Wenn ich irgendwo längerfristig unterwegs bin und eine Ladekarte brauche oder die Großhandelskarte brauche, Versicherungskarte, wenn ich ins Ausland fahre oder so in Richtung, dann habe ich eigentlich hier meinen iClip immer mit dabei. Aber wenn ihr jetzt sagt, okay, ich mag jetzt nicht unbedingt hier mehr so einen Geldbeutel kaufen oder so ein Teil kaufen, dann gibt es natürlich auch noch genug Lösungen, die ihr 3D drucken könnt. Und eine kommt sogar aus Deutschland, nämlich die Firma Lockhart. Und die bieten ihre Geldbeutel nicht nur in gedruckter Variante zum Kaufen auf deren Webseite an oder auch die aluminiumgefräste Variante, sondern auch die 3D-Druckdateien über ihren Discord-Server. Und das bedeutet für euch, ihr könnt die Teile runterladen, könnt sie ausdrucken, ihr könnt auch Bauteile ausdrucken oder Module ausdrucken, die es mittlerweile gar nicht mehr zu kaufen gibt. Und das finde ich genial, dass man sowas überhaupt anbietet, dass man auf solche eine Idee kommt. Und das ist natürlich echt genial, um da auch nochmal ein bisschen Geld zu sparen. Gehen wir mal hier auf die rechte Seite und ihr wisst, ich habe schon einiges an Kamera-Equipment gedruckt. Das habe ich schon in ein, zwei Videos gezeigt, was es denn da alles zu drucken gibt, gerade von der Firma Edelkrone, die, finde ich, ein geiles Konzept haben, nämlich das Ortag-Konzept, dass man sowas wie hier den Flex-Tilt hat, zum Beispiel mal, den ich wirklich gerne nutze, wirklich günstig sich zulegen kann und dann auch drucken kann und mit hochwertigen CNC-gefrästen Aluminiumteilen entsprechend kombinieren kann. Das ist echt eine geniale Kombination, muss ich wirklich gestehen. Also gefällt mir richtig gut. Das hat vor allen Dingen zwei Vorteile. Das Kamera-Equipment ist nicht immer langweilig schwarz, sondern es kann nochmal in sowas hier gedruckt werden. Ja, ich weiß. Ich muss sagen, okay, langweilig schwarz und habe hier natürlich so einen Skater entsprechend, der online auch mal irgendwas zwischen 30 und 80 Euro kosten kann, habe ich jetzt natürlich in schwarz gedruckt. Ja, voll ins Fettnäpfchen getreten, nein. Ich habe einfach das Material genommen, was ich gerade da hatte. Und ich werde mir den mit Sicherheit auch nochmal in einer Farbe drucken, die mir besser gefällt. Vielleicht mal in Lootspot-Grün oder so in Richtung. Schreibt doch mal unten in die Kommentare, was euch gefallen würde. Jedenfalls, das Teil hier ist ziemlich genial. Gedruckt im KVP-PETG Metallic Rot oder Raspberry Red oder wie es nochmal heißt. Ich weiß es nicht mehr, schon ein bisschen lange her. Ist auf jeden Fall die gleiche Farbe, in der ich die FDL-3, die da hinten in der Ecke steht, und alleine dieses Teil hier spart mir schon mal satte 60 Euro. Ja, der Skater an sich kommt auch drauf an, wo man ihn kauft. Da kann man auch zwischen 30 und 60 Euro sparen. Aber wo ich am meisten spare, ist bei diesem Teil hier. Das hier sieht nach nicht viel aus, ist aber in Wirklichkeit viel. Damit kann ich nämlich hier unten mit diesem Teil das Ganze im Hosenbund verstauen und kann dann hier oben drauf quasi eine Kamera draufpacken. Oder wenn ich lustig bin, ja, und dann habe ich hier die Möglichkeit, na, einmal Kamera, einmal Licht, muss ich nur gerade mal ein bisschen schöner machen, damit das besser funktioniert, einmal Kamera, einmal Licht und habe hier so einen Griff und ja, das ist echt stabil, ihr merkt schon, ich muss mich anstrengen, damit das funktioniert, das liegt natürlich an den Aluminiumteilen, die hier drin sind. Das sind die CNC gefrästen Aluminiumteile, die ich vorher erwähnt habe, die sind echt genial, muss ich einfach so sagen, die, oh,
Ich pack's mal gerade zusammen, weil sonst nimmt ihr das keine Ruhe mehr. So, ups. Und ich muss sagen, diese Teile kosten alle irgendwas um die 30 Euro zum Kaufen. Ich habe damals das ganze Paket gekauft für 90 Euro. Das ist also jetzt wirklich nicht teuer und das alles dabei, was ihr braucht. Schrauben, wirklich die Aluminiumteile, die selbstklebenden Gummiteile hier oben drauf. Also es ist wirklich ein schönes, ordentlich, ein rundes Paket und ihr kriegt noch eine schöne Anleitung dazu, wie ihr das Ganze 3D drucken könnt. Und habt, wenn ihr es ordentlich druckt, wirklich Equipment, was ihr nutzen könnt. Diesen Skater hier zum Beispiel habe ich so oft benutzt, um B-Roll oder Zwischensequenzen für meine Videos zu drehen, dass ich wirklich sage, das Teil hat sich schon zehnfach zurückgezahlt quasi. Ja? Kommen wir mal zu etwas, was ich noch nicht auf der Werkbank stehen habe, nämlich die 3D-Drucker, die ich umgebaut habe. Und wenn ich die alle hier hinstellen würde, die ich umgebaut oder gebaut habe mit selbstgedruckten Teilen, dann würdet ihr mich nicht mehr sehen. Ja? Also deswegen habe ich mal drauf verzichtet, einfach die Drucker jetzt hier hinzustellen. Aber fangen wir einfach mal an, die ganzen Tebow Tarantula Drucker, die ich da hinten stehen hatte, die ich jetzt mittlerweile zerlege. Den Creality CR10 oder aber auch die Vorone, die ich gerade am Bauen bin oder schon gebaut habe. Ja? Da spart man natürlich auch einiges an Geld. Wenn ich jetzt allein schon mal nur den 2.4 gucke, den ich gerade am Bauen bin oder die Teile gerade gedruckt habe, wenn ich da überlege, dass im PIV-Programm oder auf AliExpress oder auf verschiedenen Webseiten die gedruckten Teile zwischen 100 und 250 Euro kosten, dann glaube ich, habe ich mit der Zeit 500, 600, 700 Euro locker gespart mit den ganzen Bauteilen. Klar, ich habe Druckkosten gehabt, ich habe das Material gebraucht, aber da kann man natürlich durch Eigenarbeit und hey, wir sind Maker, ja, wir machen Dinge selbst, wir erfinden Dinge selbst und wir drucken Dinge selbst und bauen sie selbst zusammen und reparieren sie. Und dadurch können wir natürlich einiges an Geld sparen. Also rechnen wir hier auch nochmal 500 Euro einfach der Fairness halber drauf, damit wir jetzt nicht sagen, okay, wir nehmen das teuerste und noch nicht das billigste ungefähr. Aber wir rechnen jetzt einfach mal für 2, 3, 4 Drucker einfach mal 500 Euro drauf. Ich glaube, dann sind wir im guten Mittelmaß. Und wir machen mal weiter mit diesem Schnuckelstückchen hier. Und da muss ich sagen, das ist was, was mich eigentlich in das Hobby 3D-Drucken reingebracht hat, wo ich jetzt momentan mich nicht großartig drin bewege, ja, aber das sind solche Cosplay-Sachen. Und ich habe damals Star Wars Rogue One gesehen und habe gesagt, ey geil, so einen Death Trooper-Helm möchte ich unbedingt haben. Und gelandet bin ich jetzt beim Mandalorianer-Helm, den ich gerade am fertig machen bin. Ihr seht, ich habe hier schon das Visier, also nicht das richtige Visier, sondern das Template dafür gedruckt. Und ich habe auch schon entsprechend eine Tönungsfolie hier gekauft, ne, hier. Und auch schon ein bisschen Warbler. Warbler ist eine, naja, eine Folie, ein Plastik, ein Kunststoff, den man durch Erhitzen verformen kann. Und der bleibt dann relativ stabil bis 120 Grad. Und damit werde ich dann entsprechend das Visier dann formen und das dann anschließend nochmal mit der Tönungsfolie überziehen. Und da bin ich insgesamt bei den Herstellungskosten, wenn ich mir das mal angucke und mir den Pulli nicht dreckig mache, bin ich bei irgendwas um die 80 Euro. Wenn ich jetzt aber rechne, dass diese Teile hier für mal locker 400-500 Euro, wenn ich mir jetzt mal die Hasbro Black Series angucke oder aber auch die Custom-Teile, die auf Etsy oder so verkauft werden, da bin ich weit über 500 Euro entsprechend, wenn ich einen guten Helm haben möchte. Und dann muss ich sagen, habe ich da natürlich auch einiges an Geld gespart. Vor allem, wenn ich mal gucke, dass ich für eine Rüstung, eine wirklich Custom-Rüstung auf Etsy, mehr als 4.000 Euro bezahlen kann, wenn ich jetzt wirklich in die Vollen gehe. Klar, da gibt es auch welche, die kosten dann 100, 200 Euro, aber ich möchte nicht irgendwie so einen bedruckten Jumpsuit haben, sondern ich möchte eine richtig geile Armory haben, wo dann hier wirklich alles mit LEDs aufleuchtet, wo ich auch mal wirklich an Karneval oder auch auf die Cosplay-Convention mal rausgehen kann und ein richtig geiles Kostüm habe, was ein Hingucker ist. Und da muss ich sagen, die Rüstung, die ich mir gerade drucke, ich habe die Dateien von Nico Industries, einen Link dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung, habe ich mir runtergeladen, kostet nicht viel und ganz ehrlich, da habt ihr was, was selbst gemacht ist, wo ihr wirklich euer Herzblut reingesteckt habt, was sonst so keiner hat, genau wie bei den Figuren hier entsprechend. Und da könnt ihr natürlich richtig, richtig, richtig viel Geld sparen. Wenn ich jetzt mal überlege, ich rechne da jetzt 2000 Euro an für so eine Rüstung, klar, ich stecke viel Zeit rein, ich stecke viel Energie rein, aber an Material, was ich reinstecke, spare ich natürlich unheimlich viel Geld. Und das rechnet sich natürlich. Wenn ich jetzt überlege, dass ich nach der Mandalorian-Rüstung, das Video kommt auch bald, ja, versprochen, ihr seht, ich habe jetzt alles zusammen. Das heißt, wir werden demnächst nochmal über den Helm und über die Rüstung, sobald alles fertig gedruckt ist, entsprechend ein Video veröffentlichen. Und wenn ich dann alles zusammen habe, dann habe ich natürlich insgesamt auch da mal 2000 Euro gespart. Und dann möchte ich auch nochmal
das, was ich auch mal drucken wollte, endlich mal einen Iron Man Suit drucken. Das, was momentan so gefühlt jeder auf TikTok und YouTube macht, sich einen richtig schönen Custom Iron Man Anzug drucken, mit Visier, was aufklappt. Und da könnt ihr auch natürlich auch wieder irgendwas um die 2.000, 3.000 Euro sparen. Also da liegt das Geld wirklich dann auf der Straße schon förmlich. Gehen wir jetzt nochmal einen Schritt hinter mich. Da seht ihr was, was ich schon seit langem habe, was ich wirklich schon in den ersten Videos gezeigt habe und was ich zwischendrin auch wieder repariert habe, was quasi von Anfang an bei Mekorama mit dabei war. Und das ist der Iron Man. Ja? Diese Figur hier habe ich damals auf Gambody gekauft, den Link packe ich euch auch unten in die Videobeschreibung. Ist, finde ich, ein sehr geniales Modell, war auch wirklich mein erster Bild, wo ich wirklich das erste Mal so eine Figur gebaut habe und ich bin heute noch stolz drauf und ich kriege jedes Mal nochmal so ein bisschen einen Jaw-Drop von den Leuten, die das sehen, wenn die fragen, ey, hast du es wirklich gedruckt? Ja, habe ich gedruckt, habe ich auf dem Ultimaker da hinten gedruckt. Ist richtig geil rausgekommen, finde ich, sieht richtig gut aus, war auch echt viel Arbeit, aber wenn ich schaue, dass das Ganze zum Beispiel bei Sideshow Toys irgendwas um die 500 Euro kostet, so eine Figur, und ich dafür vielleicht, keine Ahnung, 40 Euro bezahlt habe an Material oder so in Richtung 40, 50 Euro. Ganz ehrlich, unten habe ich nochmal einen Grogu stehen, den habe ich auch, da habt ihr bestimmt schon das Video gesehen, wenn nicht, den Link packe ich euch oben in die Ecke. Und klar, man nimmt das nicht immer so wahr, dass man jetzt mal einfach so eine Figur gedruckt, lackiert und zusammengebaut hat, dass die dann auch wirklich im Laden eigentlich deutlich, deutlich mehr kostet. Aber man hat hier eigentlich ein Unikat stehen, von daher ist der Wert für sowas eigentlich unermesslich. Und genau aus dem Grund habe ich mir gedacht, okay, ich mache mal dieses Video, damit man das Ganze mal wirklich wahrnimmt, Revue passieren lassen kann und mal wirklich sich das durch den Kopf gehen lassen kann, was denn da alles wirklich so an Kosten zusammenkommt, die man sich mit einem 3D-Drucker erspart. Das ist nämlich über die Jahre gesehen einiges. Und wenn ich jetzt nochmal wirklich anfangen würde, die ganzen Spulenhalter, die Raspberry Pi Gehäuse oder zum Beispiel mal die Verbesserung für den Saturn 2 und. Die Absauganlage für die Lötstation und. Ihr seht, ich kann da eigentlich unendlich lang weitermachen. Und wenn ich so weitermachen würde, würde ich mit Sicherheit über 10.000 Euro kommen, was ich in den letzten Jahren mit meinem 3D-Drucker gespart habe. Von daher hat euch das Video hoffentlich gefallen. Vielen, vielen lieben Dank an meine Patreonen, die blende ich nochmal hier unten ein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. HODL THE LION, Happy Printing und ciao.